Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Patch Notes angeschaut Video. Diesmal mit Beta Patch 0.7.7. Ihr seht es, es sieht anders aus. Es wurde rundum erneuert, also die Grafik hat sich verändert. Und leider damit auch wieder ein OBS-Bug. Das Fenster wird nicht mehr übertragen, deshalb am Anfang auch das OBS zu sehen. Jetzt muss ich im Vollbildaufnahme produzieren Videos und das kackt mich jetzt schon an, aber gut. Ja, das Overview. Es macht die Bar in many Arenas ja, besser, also wahrscheinlich einfach den Überblick. Die verschiedenen Texturen sind schärfer. Die Lichteffekte sind irgendwie cooler. Und auch hier die Rüstung ist, glaube ich, neu. Im Shop. Ist jetzt einfach so ein Balken hier unten, glaube ich. Ist neu. Ja. Wie einfach hier unten die Teile. Und ja, die Runen sind jetzt ein bisschen besser aufgelöst hier drin. Aber auch die Anordnung ein bisschen. Und hier sieht man jetzt die Shards. Okay, sehr gut. Man kann den Forge direkt öffnen. Kann man craften. Kann man nicht einfügen. Ah doch, jetzt. Okay. Auf der anderen Seite natürlich. Jo, also das kann man jetzt direkt craften. Dann, ja, hat man Schreine und die sind leider sehr, sehr, sehr zufällig. Manchmal sind zwei oder drei in einem Gebiet, manchmal nur ein Schrein. Und das müssen wir jetzt mal kurz gucken in diesem Drachengebiet hier. Ups. Okay, ich habe ein Ding nicht. Ja, dann müssen wir hier schauen. Ich wollte eigentlich zum Drachengebiet gehen, aber... Ah, da gibt's gar nichts. Okay, ich muss in die andere... Zone. So, hier. Forgotten Caves. Nein, nein, nicht Forgotten Caves. Einfach das Portal. Ja, gut. Okay. Also hier runter. Und dann hier rein ins Portal. Sehr gut. Vor lauter Konzentration auf die Patch Notes. Das Geschriebene. Jo, wir haben große... Also significant changes to lightning and post-processing in most zones gemacht. Also wir haben Lichteffekte und Vorrendering eigentlich so ein bisschen, also ja, recht groß verbessert, schreiben sie. Und das heißt also, ja, es ist heller hier geworden scheinbar. Es hat doch immer so einen Gelbstich drin. Und Lichteffekte und im Post-Processing, aber ich habe immer noch nur 40 FPS. Ja, ich habe die Grafik auch wieder ein bisschen höher geschraubt. Also jetzt ist sie ganz knapp nicht Maximum. Shade-Effekte habe ich, glaube ich, nicht auf Maximum. Und trotzdem, ja, also das Spiel ist noch nicht so performance optimal. Ist eben, ah, hier unten haben wir einen Schein. Sehr gut. Dann haben wir drei neue Skis reingemacht. Einen für den Sentinel. Einen Forge. Wie heißt der? Smeltes Wrath. Okay, Smeltes Wrath. Für den Forge gar nicht, für den Sentinel. Dann zwei Akalyph-Skis. Einen kann ich nicht zeigen, weil er Rip Blut ersetzt. Und hier gibt es immer noch Rip Blut nur. Der heißt Drain Life jetzt. Also Reblood wird wahrscheinlich ersetzt, weil es die gleiche Beschreibung hier hat. Und das müssen wir dann, also ja, das sieht man dann, wenn man einen neuen Akolyt erstellt. Und dann gibt es noch Spirit Plague. Oder ist Spirit Plague der nicht da ist? Dann ist es Drain Life ist da. Ah, den müssen wir freischalten beim Leash, oder? Ja, okay. Einen Channeling Skill, der drei Gegner, ja, um die
Location angreift. Richtet Nekrotik-Schaden an über Zeit und sagt 30% auf dem Schaden ab. Sehr gut für den Lich, für den einen Skill, Out of Decay Lich. Unglaublich, wie der immer wieder mehr gebufft wird. Was machen die Entwickler eigentlich mit dem Lich? Jetzt kann er sicher ungefähr 1000, 200, 300 erreichen von den Arenen. Es ist einfach unglaublich, wie der immer wieder gebufft wird. Okay, einfach, dass das live abgesagt wird jetzt. Jetzt brauchen wir noch weniger Defensive mit dem Hour of the Kalish. Jo, dann haben wir, es ist möglich, das Zoom-Level von der Minimap zu vergrößern und verkleinern. Das ist sehr gut, sehr wichtig. Es geht also immer noch ein Stück, leider nur ein wenig Stück nach außen. Als Original, wenn man reingeht, aber gut. Und man kann ihn irgendwie verschieben, aber... Das müssen wir scheinbar... Ah, jetzt habe ich den aktiviert, jetzt wollte ich zeigen, was es ist. Aber es ist Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, und alles, also ein Hast-Schrein, wie es auch in Path of Exile gibt. Sehr schön. Die Flame Rates sind jetzt besser zu sehen, auch leicht andere Beschwörungen. Das ist sehr gut. Aber zum Beispiel Rip Blut, wenn man ihn einsetzt. Dann. Das sieht man irgendwie weniger. Also jetzt in diesem Gebiet sieht man ihn relativ gut, aber in dunklen Gebieten sieht man ihn kaum noch. Das ist leider ja, problematisch, aber das werden die Entwickler sich nochmals umändern. Ich glaube, der war schon immer so ein bisschen. Einfach die Effekte waren besser. Der war schon immer so schlecht zu sehen, wenn man ihn nicht geskillt hat auf Aoe. Aber man sieht ihn immerhin hier durch das helle Blut. Wieso jetzt das Blut hell ist, keine Ahnung. Das ist doch kein Marmolade. Ja, kein Himbeersaft. Das ist doch Blut, der muss dunkler sein. Blut ist dunkel. Dunkel. Ganz dunkel. Ja, aber schöner Saft. Ich finde den der Himbeersaft echt nett. Habt ihr gut gemacht. Ja, also die Patch Notes, also der Patch ist gewaltig gut, hat eben ein paar Tücken. Ich finde ihn sehr gut. Also ich bin gespannt, wie sich also ändert im, ja, wie weit ich komme und so. Ich werde sicher mal nochmal so ein Leash machen, wenn der nicht genervt wurde bei Nerfs. Ich sehe jetzt echt nur Optimisch und so Sachen. Es sind halt nur die Previews sozusagen noch drin. Ich muss mal schauen, ob jetzt wirklich... Okay, nope. Nein, das ist alt. Hier sind die richtigen Patch Notes. Oh, ganz versteckt. Es gibt jetzt Steam Cloud, also ihr könnt jetzt die Saves über Steam speichern lassen und nicht mehr auf dem PC. Das wird hoffentlich nicht automatisch gemacht. Die Kisten sind noch nun besser zu sehen. Und also die ganz guten Kisten, die goldenen Kisten, sind besser zu sehen. Und sehen schön aus, vor allem smoother. Partikeleffekte wurden verbessert und Decals, also die Farbe der Zonen, wurden verbessert. Ja. Also Forge Guard hat jetzt nämlich den Smelfers Waff. Das ist eine Melee-Attacke, die channeled ist. Okay, kanalisierend. Und drauflassen kann. Die Taste und dann wird es eingesetzt. Je höher, also je länger man channelt, desto größer und mehr Schaden macht das Kill. Man muss 30 Punkte in Forge Guard Passives reintun. Und der Void Knight Skill Anomaly wurde redesigned. Das ist ein Combo Ability. Also man kann ihn mehrfach einsetzen und er macht andere Schläge wahrscheinlich. Und der Acolyte Skill Cremate wurde
wurde entfernt wegen einem Rework. Dann hat noch der Sorcerer mit Lightning Blast ein ganz neuer Channeling Screen, Channeling Baum bekommen. Und Anomaly hat jetzt einen einen Tree. Der hatte vorher nie ein Tree. Aetheras Blessing, a Primalist Skill, no has a Specialization Tree. Endlich hat Aetheras Blessing auch einen. Wunderbar. Drain Life, an Leash King has a Specialization Screen Tree. Ja, das ist klar, wenn er reinkommt. Smelfers Rough, a neue Force Skill has a Specialization Screen. Ja. Lightning Blast, ja, das haben wir auch schon gesehen. Item Sets, ein neues 3 Stücke Forgotten Knights Regalina Set. Ein neues 3 Stücke Last Beer Set. Ein neues 3 Stücke Last Mountains Burial Garb Set. Ein neues 3 Stücke Peebles Playing Set. Und ein neues 3 Stücke Sunforged Masterpieces. Sie sollen nur 3 Stücke setzen, aber gut. Ja, dann gibt es neue Units, die möchte ich jetzt eigentlich nicht erspoilen. Aber zum Beispiel einen Ring, 2 Ringe, 2 Gürtel, ein neues Relic, ein Einhand-Mace, also ein Knüppel. So. Ja, ein paar Sentinel-Skills wurden verstärkt, aber haben auch höhere Level-Anforderungen. Beim Leash, ja, der hat nochmals ein Spell Damage und Damage over Time Skill bekommen, also Passiv Skill, Passiv bekommen. Und Mint Overbody hat 10 Punkte weniger von 20 auf 10 Punkte, Nots bekommen, also man darf nicht mehr so gut inskillen, diesen Passiven. Beim Schaman haben Rune of Ave adaptiv, also nicht prozentuellen Schaden bekommen, sondern 10% Schaden. Ja, ist auch ein Nerf, sozusagen, denke ich mal. Ja? Ist eher ein Buff? 2 normale Schaden ist eigentlich besser als 10% irgendwie. Das müsste man testen, ob das ein Buff oder ein Nerf ist. Ja, und ein New York Not für den Sorcerer mit 1 Additiv Spell Damage und 3 Increased Cast Speed, also 3% Increased Cast Speed. Und Archmage No Grants 1 Additiv Spell Damage, Raider den 10% Bass Spell Damage. Also einen adaptiven Schaden ohne Prozent anstelle von 10% Schaden. Skill Balance. Ja, man braucht viel mehr XP, um Skill Level zu erhöhen. Also auf Level 20 33%, also ein Drittel mehr XP. Also, dass man auf Level 20 kommt. Und Damned ist ein Aliment, also ein Zustand auf die Gegner oder auf den Charakter, kann nun stacken, also mehrmals auftreten auf dem Charakter oder auf dem Gegner. Und ja, den Gegnerleben wird um 20% reduziert. Also Lebensregeneration wird um 20% reduziert. Und richtet nur noch halb so viel Schaden an. Okay. Ja, und Arrow of Decay schon bei 10, sondern 15 Punkte in Leash. Detonate Corps ist auf 20, sondern auf 15, also das wurde erhöht. Defile ist nun auf 15 in Akolyt, sondern 5 in Leash. Also Defile wurde zu einem Akolyt-Skill, cool. Mark for Death ist gedebufft worden. Nein, gebufft worden.
Okay, Mark of Gordeth wurde gebufft. Und zwar immens. Zum Beispiel Metal Roth oder Rot wurde. Ah, den haben wir gar nicht. Dann müssen wir hier rein. Metal Rot. Wo ist das? Ah, genau dort, wo ich als letztes, zweitletztes geschaut habe. Hat jetzt minus 100 per Punkt, sondern minus 15. Das ist ja immens stark. Wow. Dann Soul Feast ist 15 Punkte in Leash, sondern 10. Hat eigentlich richtig viel Buff bekommen. Doppelt so viel große Area. Okay, Summon Skeletten wurde verschnellert um 25%. Hat zwei neue Melee oder zwei verschiedene Melee Animations jetzt. Und die Rogues haben mehr Attack Speed. Okay. Melee Attack Speed. Die Magier haben 3 Additive Spell Damage von 15% Based Spell Damage. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Buff. Element Nova hat nicht mehr das Elemental Tag. Aha, okay, hat alles. Also, hat ja 3 verschiedene Elemente und damit es nicht mehr so, ja, confusing ist, haben sie das jetzt einfach nicht mehr reingetan. Okay. Und andere Sachen sind nicht so wichtig. Glacier ist genervt worden. Sehr stark genervt worden, Glacier. Finde ich irgendwie nicht so gut. Okay, Mana Strike hat mit Teleport Strike jetzt einen besseren Target. Auto-Target, das ist sehr gut. Und ja, es gibt sehr viele Buffs. Also den Aura of Decay Leash wäre jetzt momentan sicher einer der besten. Ja, die Idole wurden ein bisschen genervt. Vor allem Ward on Hit wurde genervt. Gambling. Unix und Idols können nicht mehr im Shop gekauft werden. Dafür könnten sie wahrscheinlich besser gegambelt. Aber kostet 50% mehr Geld, jetzt beim Gamblet einzukaufen. Ist jetzt nicht so viel schlimm, sondern 500, 1000 bei manchen Items. Und 50% mehr Gold, das ist 750, okay. Ja. Sachen muss ich nicht erzählen, die könnt ihr nachschauen. Genau, eben diese Animation beim Portal in einer anderen Dimension, also in einer anderen Zeit. Dieses Wirbeln wurde wieder augenschonlicher gemacht, ich zeige ihn gleich mal. Und jetzt geht's so zurück. Jetzt gehen wir nochmal rein, damit ihr es nochmal seht. Ist viel hübscher, also tausendmal hübscher. Ah, jetzt müssen wir unten wieder rein. Okay, also ein ziemlich großer Patch. Aber die Nerfs, die ich gedacht habe, sind nicht aufgetreten. Also es gibt jetzt immer noch, also hier ist viel entspannter. Tausendmal besser. Sieht viel cooler aus. Endlich mal meine Augen nicht verkrampfen, wenn ich so gut sehe, so über... Tragende, ja, Sehkraft habe. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie sich's spielt. Im Let's Play könnt ihr das natürlich immer wieder sehen. Aber jetzt werde ich auch wieder täglich folgen. Aber ich habe ja gewartet auf den Patch und ja, noch andere Projekte gehabt, die ich noch ein bisschen mehr wollte machen.
Aber jetzt geht's, denke ich, ja, heute oder morgen schon weiter mit dem Let's Play. Und eben am Anfang kommen sicher mehr Videos als Ende Patch und neuen Patch dann erwarten. Weil natürlich die Interesse auch bei euch größer ist, oder? Ich dann auch mehr Motivation habe. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dranbleiben. Ich bin mal gespannt, wie sich denn der Aura of Decay Leash spielt, aber weil der momentane Bild von mir, den Crit-Bild für die Minions, auch mega gebufft wurde, spiele ich den natürlich noch einige Zeit weiter. Und ja, wir sehen dann an den Aura of Decay Leash, wenn er ein bisschen ready ist. Den habe ich noch nie gespielt. Aber der wird wahrscheinlich so mega OP sein, dass es wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen wird. Wie der. Aber der ist auch Hobby. Vielleicht benutzen wir mal die neuen Skills dann. Hä? Dann okay. Viel Spaß noch und einen schönen Tag. Wünscht euch Dragobasel. Tschüss.